zu einer tatsächlichen Berichtigung. Und Andreas Schieder von der SPÖ mit einer tatsächlichen Berichtigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank für das Wort. Der Vorredner, Abgeordnete Nehammer und ÖVP-Generalsekretär, hat in mehrfacher Hinsicht behauptet, es gäbe keine Wortmeldung von der Sozialdemokratie zu den Vorgängen in Rumänien beispielsweise, zu den Aussagen und Tätigkeiten oder Handlungen des Labour-Parteivorsitzenden und Anschuldigungen hinsichtlich des Antisemitismus, Corbyn und anderes. Es ist falsch, was gesagt worden ist, denn Sie können es ja nachlesen auch, und ich würde auch jeden Zuschauer, der sich über diese Fragen jetzt ernsthaft den Kopf zerbrochen haben sollte, bitten, dass es auch recherchiert im Internet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, den Vorsitz führe ich und am Wort ist der Herr Klubobmann Schieder. So, richtig ist vielmehr, ich berichtige mit den Worten richtig ist vielmehr, dass zum Beispiel des einen Falls, um nur eines exemplarisch herauszugreifen, Fall Rumänien, der Abgeordnete Leichtfried sofort eine richtigstellende Aussage gemacht hat, zum Fall Corbyn, der Abgeordnete Trotzter richtigstellende Aussendungen gemacht haben, und dass Sie es nicht mitbekommen haben, Herr Abgeordneter, ist Ihr Problem. Es ist nur einfach falsch, was Sie hier behauptet haben, und noch darüber hinaus unerhört.